feel like they were very good with Let's Play Kingdom Hearts. Right. Oh, well, here, come on. Oh my goodness, is they called that the old school effort at? You know your nicknames. The secrets of what they're chatting. Vergiss nicht. Oh mein Gott, was ist das? Das ist der Scheiße. Ich Lärm vergessen. Der Schattenbogen raus. Also. Der Expertenpunkte einnehmen. Ja. Und eine Level-App haben wir auch gleich. Jetzt wo du die anwirfst. So. Cooles Ball. Oh, wir haben die Glocke drüber. Ein Block und so eine Technik kommt da. Oh, das macht dich schwer. Ewige Dunkelheit. Und wir haben gesiegt. Juhu, der erste wichtige Boss. Ich habe keine Ahnung, was dieses Riesenvieh sie fressen will oder töten will. Dieses Vieh vorhat. Du besitzt die mächtigste aller Waffen. Du musst, du vergiss mich. Du bist derjenige, der die Tür öffnen wird. Erschreckt, Kairi. Sora, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Nein, ich habe so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Au! Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne mal sehen. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Worauf warten wir denn noch? Hey,
Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja, so wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los! Windows. Nachdem man ein paar Hintergrundinfos erfahren hat, dass Sora ein Faultier ist, sprechen wir sie jetzt mal an. Kannst du den Rest des Materials besorgen? Ja, wie war das nochmal? Oh mein. Ohne Baum ist wieder kein Fußball, oder? Ihr braucht dazu zwei Baumstämme, ein großes Lager, ein Seil, bringt alles hierher. Und dafür brauchst du zwei einfach. Kein Rumtrödel mehr, okay? Okay. Natürlich war es nicht und da haben wir schon das erste Material. Einen Baum stellen. Die hier würden wir jetzt nicht einquatschen. Hey, was geht ab? Alles klar? Klar? Na klar. Die könnten wir jetzt auch kämpfen, aber naja. Dann würde es nicht viel, weil. Das ist was Löses. Jetzt hier noch ein Seil. Und den sprechen wir auch mal. Hey, Sora, alles klar bei dir? Jawohl, Titus, alles klar. Wir hatten es hier oben. Und dann noch ein Baumstamm. So ist es Laken halten. Und der ist der letzte Baumstamm, wie hier ist der Stamm der Wetter. Mama. Und da haben wir den Mama. Quatschen wir mal Rico ein. Hast du dir alles gefunden, dass wir für das Fluss brauchen? Ich habe das Sachen keinem gegeben, ja. Eine Faule ist jetzt hier. Ja, dann glänzt du dein Schwert. Okay, versuchen wir mal. Ich glaube, wir kommen noch mal mit dem Kennen in den. Ich bin im Baum fest. Das war dumm. Gut. Wer ist schon immer zu eins? Ja, scheiß drauf, den Kampf. Wir geben uns nach dem Kaigi. Und hier geht's weiter. Danke, Sora. Ich habe heute auch was gefunden. Hier, das gehört hier. High Potion erhalten. Wollen wir für heute aufhören? Ja, auf nach Hause. Ja. Schon spät. Wir machen es morgens.
draußen ist also Kairis zu Hause. Schon möglich. Aber hier erfahren wir das nie. Aber kommen wir mit einem Floß so weit? Wer weiß. Wenn es nicht klappt, denken wir uns was anderes aus. Oh, das ist ja genial, Lüge. Wenn du in einer anderen Welt bist, was wirst du denn da machen? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, warum sind wir hier auf dieser Insel? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt, warum sind wir dann in der hier gelandet? Und mal angenommen, es gibt andere Welten. Dann ist unsere nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem. So, ich muss kurz durchreden. Ob ich die Frage auch gestellt hätte, wenn du woanders gelandet wäre? 100%ig ja. Haha, lustig. Eigentlich hätten wir doch überall landen können. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht. Ja, klar. Na eben. Deshalb müssen wir jetzt los und es herausfinden. Hier rumzusitzen bringt nichts. Ist immer nur das Gleiche. Deshalb gehen wir. Hast viel nachgedacht in letzter Zeit, oder? Dank dir. Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre mir sowas bestimmt niemals eingefallen. Kairi, danke. Keine Ursache. Sora! Du wolltest doch eine, oder? Eine Papu-Frucht. Wenn zwei Leute sich eine teilen, verknüpfen sich ihre Schicksale. Einer wird zum Teil des anderen. Egal, was passiert. Komm, ich weiß, du willst es probieren. Was redest du? Du. Schloss Disney. Warum ist eigentlich so eine große Tür da drinnen? Ach, eine kleine Tür nach großen Tür. So viele Fragen. So wenig Antworten. Nicht sehen. Was? Da, Goofy. Pass auf, Goofy! Pass auf! Es ist Frostbahn! Hallo, Donald. Guten Morgen. Wir haben ein Problem, Goofy. Aber so was nicht weiter. Königin Mini? Wo ist mal er? Daisy? Es ist mein Herr. Guten Morgen, meine Damen. Was? Das ist echt statt blöder. Tja, so, der hat das Pech gehabt.
So, auf zu Tag 2. Was müssen wir jetzt tun? Ich glaube, es ist nur Proviant suchen. Also auf dir das. Jetzt Geili und... Ich mag sie in der Lagune. Sie will jetzt Rico oder will jetzt glaube ich Wettkämpfer? Mal sehen, wir lassen Teig, wenn du es nennen. Wir nehmen den Rest. Wo sind die Lärze? Ich bin zu den Lärze. Ne, hier sind Lärze. Starting. Natürlich passt es nicht hin, ja. Rennen, das ist echt scheiße. Wir regeln, ihr könnt den Weg nehmen. Wo sind wir wieder? Und jetzt sind wir nach Riyadh und wieder Saturn. Gewinne ich? Bin ich Captain. Wenn du gewinnst, dann teile ich mir eine Pato mit Kairi. Abgemacht? Der Sieger teilt sich eine Pato-Frucht mit Kairi. Warte mal! Okay, ich schließe ganz die Heuer. Mein Kommando! So verlieren wir uns, ja. Und wir fallen fast mal so runter. Und wir sind wieder runter, so was für ein Schimmer. Das Rennen ist verloren. Und dann wäre ich ein Flügelmodus drin. Als Emirates aus Spaß versucht zu gewinnen. Und schafft es sogar. Wenn du jetzt halt das Spiel eigentlich, dann ist es bloß ein bisschen das Spiel. Ich werde dann her nochmal drauf eingehen. Wenn wir an der Stelle sind. Spring hoch. Davor läuft der Assi. Ich wundere einfach, wir hatten was geschafft. Also es wäre nicht viel gewesen. Ist die Situation nur. Also wir taufen das Floß auf den Namen Mike mit. Assi. So. Also ich konnte die Zeit ist so leicht für den Katzen gehabt. Bis gleich.